zu einem neuen Video. Guten Morgen erstmal. Zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um meine Blutwerte. Sie sind da und ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden und wollte euch die mal präsentieren, weil viele von euch die tatsächlich auch interessieren. Und wenn man ehrlich ist, ist es schon sehr interessant zu wissen oder einfach mitzubekommen, wie sie sich in der Laufe der Zeit geändert haben oder verbessert oder verschlechtert oder wie auch immer. Gerade weil ich ja so viel Fleisch und Fett und alles gegessen habe und das doch alles so ein bisschen verteufelt wird von vielen, vielen Menschen immer noch. Und mir auch immer wieder auf diesem Weg gesagt wurde, mach das nicht. Das ist ganz, ganz schlecht und du wirst auf jeden Fall Nachteile davon bekommen. Wir werden sehen, wie das aussieht. Ich nehme erstmal ein Schlückchen Kaffee aus meiner Tassilo-Tasse. Und dann kommen wir schon dazu. Ich habe die abgeholt, den Zettel, heute Morgen. Habe auch schon mit meiner Ärztin gesprochen und sie sagte natürlich auch was dazu und ich habe dann nochmal diese ganzen anderen Blutwerte, die ich sonst immer abgeheftet habe, nochmal hervorgeholt. Und ich muss leider zugeben, dass ich ja letztes Jahr und letztes Jahr war ich gar nicht bei der Blutabnahme. Ist ja natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Also die letzten Werte habe ich irgendwie von 2017. Ist einfach so. Das Einzige, was ich habe, ist dieser der Zettel aus dem, also von Januar. Das habe ich euch aber auch alles schon erzählt. Und so gesehen habe ich jetzt nicht so mega viel an einem großen Blutbild zu vergleichen. Also ich habe jetzt nicht ein großes Blutbild letztes Jahr oder sowas machen lassen, sondern das ist jetzt in der Tat im September 2020 das erste auch für dieses Jahr, das ich machen lassen habe. Und fangen wir am besten mal an. Also was sehr interessant ist, Cholesterinwerte und insbesondere LDL, Cholesterin und HDL. Es ist ja so, man wird ja immer wieder darauf hingewiesen, ess nicht so viel Fleisch, ess nicht so viel Fett, das macht alles das Cholesterin hoch und ist total ungesund und so weiter. Mittlerweile wissen wir ja, dass eigentlich die hohen Cholesterinwerte von Zucker oder beziehungsweise auch Brot und sowas kommen und so ein Gedöns. Und daher habe ich eigentlich erwartet, dass dieser Wert krass runtergeht. Also sich wirklich sehr, sehr stark verändert, weil ich ja im Grunde genommen das, was ich vorher halt nicht gegessen habe, jetzt esse und sich das komplett um 360 Grad einfach gewendet hat oder gedreht hat, wie auch immer. Und mein Gesamtcholesterin ist immer noch bei 225. Das ist natürlich viel zu viel. Der Grenzwert ist bei 200. Ich muss aber dazu sagen, ich habe hier geblättert und habe auch Werte aus 2014 damit verglichen, 13 und so weiter. Da bin ich ab und zu in der Tat ein bisschen öfter, öfters mal zum Arzt gegangen, um mir große Blutbilder abziehen oder abnehmen zu lassen. Und da war das immer so. Also ich hatte immer um die 200, weiß ich, 20 oder sowas. Ne? Also mehr als, weiß ich nicht. Also ich hatte nie irgendwie so 300 oder sowas. Also es war schon so, sagen wir mal, leicht erhöht. Was aber äußerst interessant ist, ist, dass sich das LDL und das HDL verbessert hat. Ne? Also dieser Gesamtcholesterinspiegel ist irgendwie so ein bisschen gleich geblieben, aber die Unterteilung hat sich verändert. Und zwar bei LDL, das ist ja eigentlich das schlechte Cholesterin, da ist ja der Grenzwert bei 160. Das heißt also, muss niedriger als 160 sein. Da habe ich 158. Ist eine kleine Mini-Verbesserung, aber es ist ja besser als nichts, ne? Auf jeden Fall. Und das HDL, das hat sich schon ein bisschen mehr geändert. Da habe ich, der Grenzwert ist bei größer 40 und ich habe 54. Das heißt also, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Gut. Ich weiß nicht. Also, wenn ich das jetzt so beurteilen kann, sehe ich keine große Veränderung. Es hat mir das neue Essen sozusagen hat mir nicht wirklich geschadet. Also auch dieses viele Fett oder Fleisch oder wie auch immer hat mir, was das angeht, einfach auch nicht geschadet. Die Triglyceride,
sind, also die habe ich jetzt auf 118 und da ist der Grenzwert 200. Und die waren aber in diesen anderen Bluttests in der Tat auch mal schlechter. Also die haben sich auch ein bisschen verbessert, was ja auch nicht schlecht ist. So, dann Leberwerte und so weiter sind alle top. Also ich habe da, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand irgendwas sagt, dieses Gamma-GT. Bei 16, das soll kleiner als 40 sein. Ja, alles andere ist auch gut. Also GOT, GPT, alkalische Phosphate 56, das soll zwischen 35 und 104 sein. Dann kommt die nächste Kategorie und zwar die Nierenwerte, was ja auch sehr, sehr interessant ist. Da habe ich ein GFR nach MDRD-Formel, also Milliliter slash Min, keine Ahnung. Also wie viel Milliliter pro Minute irgendwie, ne? Es ist ja auch egal. 86,8 und das ist für mein Alter ein durchaus sehr, sehr guter Wert. Man teilt ja da irgendwie auch die Kategorien ein von Alter 30 bis 40 oder sowas, ne? Ich bin jetzt im mittleren Alter, also mittleren Alter von diesem Wert, 35 und da ist es in der Tat sehr gut. Kaliumwerte, Natrium, alles top. Die Leukos sind super, was ja auch dafür spricht. Also Leukozytenentzündungswerte sind ja oftmals sehr, sehr hoch bei ja, übergewichtigen Menschen. Dann hatte sie die Glukose natürlich abgenommen, also den HbA1c-Wert. Der ist bei 5,7 immer noch. Das heißt also, der ist genauso hoch wie im Januar. Da gab es keine Veränderung. Es gab der Vitamin D3-Wert, den habe ich ja extra noch abnehmen lassen, weil ich ja überdosiert habe im Januar. Und der ist jetzt bei dieser Einheit, also UGL 30 bis 100, irgendwie Referenzwert bei 56,7. Ich denke, ich werde ein bisschen supplementieren, damit das auch so bleibt oder ein bisschen höher wird. Damit das auch wirklich, ja, damit ich einfach gut über den Winter auch komme. Und die nüchterne Glukose war bei 110, wobei ich ja sagen muss, ich bin natürlich morgens aufgestanden, habe mich angezogen, geduscht, bin dahin gefahren, im Parkhaus geparkt, dorthin gelaufen. Der nüchterne Wert war mit Sicherheit direkt nach dem Aufstehen höher, also so wie er halt immer ist, bei 120. Das ist ja auch so das einzige Problem, was ich noch habe, dass dieser nüchterne Wert halt hoch ist. Der Insulinwert allerdings war bei 42 und ja, der liegt, da ist der Referenzwert bei 24 bei Frauen. Ist natürlich krass. Ne? Man muss dazu bedenken, ich habe so überlegt, warum er so hoch ist. Und ja, also ich habe ja die letzten Tage davor, da war ich ja ein bisschen krank und habe dann auch verbotene, ja, Süßigkeiten, also nicht Süßigkeiten, sondern diese Halsbonbons und sowas auch gelutscht, einfach weil ich gesagt habe, das ist mir total egal jetzt alles, ich brauche das jetzt irgendwie. Hab ja mich kaum bewegt, natürlich im Bett gelegen. Das kann natürlich auch daran liegen, ne, dass da einfach deswegen dieser Wert so hoch war. Der war im Januar bei 26 und nee, warte mal, doch 27. Da habe ich schon rumgeheult. Ja, das war kein Grund zum Heulen damals. Jetzt ist es eher ein Grund. Aber auch bei diesem Wert ist das natürlich so, dass man hätte. Und das ist auch so ein kleines Problem. Je nachdem, was man abnimmt, müsste man mehr als 12 oder so Stunden oder vielleicht noch mehr als 12 Stunden fasten vorher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das eingehalten habe. Wirklich nicht. Also ich hätte eigentlich, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich da vielleicht das nicht. Also das ist halt eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass dieser Wert halt heute ein bisschen anders ist. Aber trotz all dem hatte meine Ärztin gesagt, diese Werte sind top. Also wirklich top. Und diese Ernährung bringt also auch schon etwas. Also Low Carb und Keto bringt auf jeden Fall was. Das, was die größte Baustelle ist, ist ja immer noch diese Insulinresistenz, diese Diabetes-Baustelle. Das macht am meisten Sorgen, das muss man auch sagen. Und das hat sich ja verbessert. Also auf jeden Fall ein HbA1c-Wert von 5,7 ist ja großartig. Und der ist immer halt immer noch so gut sozusagen. Was mich jetzt, ja, also wo ich jetzt, genau, Eisen wurde abgenommen. Das hat ja aber hier nicht ausgedruckt, leider.
Der soll aber auch gut sein. Also Eisen ist auch ganz gut, alles andere ist auch gut. Also ich bin jetzt nicht nährstoffunterversorgt oder sowas. Es wird alles ganz gut aufgenommen und anscheinend scheint da die Versorgung halt sehr gut zu sein. Da das jetzt auch alles ganz gut läuft, bin ich natürlich wieder noch mehr begeisterter, also noch mehr dafür, dass diese Ernährung gut ist. Das bestätigt mich so ein bisschen, ne? Weil es ist einfach, wie es ist. Man fühlt sich so ein bisschen, ja, manchmal beeinflusst, ne? Wenn man dann so andere Meinungen hört und dann denkt man so, ja, okay, ist es doch das Richtige? Läuft das richtig gut? Macht man alles richtig oder halt eben nicht und so weiter? Und die Blutwerte zeigen jetzt, dass alles in Ordnung ist. Und das ist so das Beste für mich. Also ich freue mich richtig darüber. Und ja, das bedeutet dann aber auch, dass ich auf der einen Seite so weitermachen kann oder halt auch ein bisschen ausprobieren darf. Also vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann, so wie ja mit dem Eierfasten zum Beispiel oder sowas, ne? Oder dass man halt so ein bisschen mehr überhaupt fasten kann, weil der Körper ja eigentlich gesund ist, so gesehen. Also diese Insulinklamotte wegzubekommen, dass auch dieser Insulinspiegel im Blut ja unter diese 25 oder 24 oder was es da Referenzwert ist, hat einfach auch was mit dem Übergewicht zu tun. Also sie sagte auch, ja, das Gewicht muss runter. Es ist irgendwie so eine Spirale und ein Kreislauf, der ja durchbrochen werden muss. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Es geht auch nicht von, ja, innerhalb von ein paar Monaten oder so, ne? Das ist halt sehr festgefahren und man muss einfach Geduld haben und warten und ein bisschen was machen und ein bisschen auch andere Impulse geben. Vielleicht auch. Und vielleicht auch mal, ja, ein paar Tage, also ein paar Stunden mehr fasten als 20. Da tue ich mich so ein bisschen schwer, das noch so. Also klar bestätigt mich das jetzt, dass alles okay ist und ich auch gerne auch mal vielleicht, weiß nicht, mehr als 20, vielleicht 30 oder so fasten könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen sträubt es sich noch so in mir. Also ein bisschen bin ich da so ein bisschen, ja. Ich weiß, dass das der nächste Schritt wäre, aber ich kann mich nicht so richtig überwinden. Ich schiebe das auf, ne? Also ich hätte ja auch diese Woche schon anfangen können, aber irgendwie schiebe ich das so ein bisschen auf. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach so. Irgendwie, ja, man kann nicht alles auf einmal ändern und auch nicht alles so immer ausprobieren. Also es war ja schon schlimm genug oder schwierig genug, zu diesem Punkt jetzt zu kommen. Mit der Zeit halt, ne? Aber jetzt ist das halt, ja, man braucht, der ein oder andere braucht halt, also ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um dann halt mal auch mich zu wagen, also das auszuprobieren, wirklich länger zu fasten als nur, also auch mal einen ganzen Tag überhaupt nichts zu essen. Das haben Studien leider ergeben, würde auch diesen Insulinwert senken. Ja. Es ist hart, ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich darüber, dass die Werte gut sind und vor allem auch diese ganzen, ja, wie heißt das, Cholesterinwerte und so weiter, die ja eigentlich so, ne, verteufelt wurden, immer das ganze Essen und so weiter. Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich drüber. Und ich werde auch, denke ich mal, nächstes Jahr, in ein paar Monaten zur nächsten Blutkontrolle gehen. Und ich hoffe, dass ich mich dann in den nächsten paar Tagen dann doch überwunden habe, den nächsten Schritt zu gehen, ein bisschen weiter zu gehen, ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, schwierig, ne? Irgendwie ist es echt schwierig. Ja. Aber es sind auch erst 1,5 Jahre vorbei. Denn man kann eigentlich gar nicht. Also es ist wirklich erstaunlich, dass sich auch diese Zuckerwerte so, so schnell erholt haben, dass da so schnell auch eine Besserung eingetreten ist. Das finde ich schon krass. Naja gut, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt, ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, aber falls ihr noch Fragen habt zu irgendeinem Wert oder so, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich kann euch dann meinen Wert, der hier drauf steht, einfach beantworten. Ja, so, und ich freue mich auf Freitag. Da kommt ein kleiner Foodhaul und ja, da zeige ich euch, was ich so eingekauft habe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.